So, das ist unser Eingang hier oben. Ah, die Türen sind offen. Buchhaltung, Personal. Morning to everybody. Designabteilung gehen. Morning, guys. Everything fine? Okay. Also hier ist die Designabteilung, aber da gehe ich jetzt natürlich nicht durch, weil das sind schon einige Neuigkeiten, die wir jetzt bearbeiten. Ist noch ein bisschen geheim, aber ich gehe jetzt mal rum. Ach, hier haben wir die sogenannte Wall of Fame. Da hängen wir die ganzen Auszeichnungen auf, die wir so gekriegt haben in den letzten Jahren, und zwar alle die, die hier gemacht worden sind. Also das ist schon eine ganze Menge. Letztes Jahr gab es ja von Rail-Door und auch von dem Goldenen Gleis viel. Also das ist unsere Wand hier. Da haben wir einen kleinen Konferenzraum. Morning to everybody. Morning. Morning. Hier haben wir jetzt unser allmorgendliches Produktionsmeeting. Hermann, unser technischer Leiter, Frank, Manager von Logistik Department Purchasing, sprechen gerade über die 78. Soll ja jetzt gerade produziert werden. Kommt jetzt in den nächsten Tagen dran. Soll dann Ende März, Anfang April ausgeliefert werden, kommt dann vermutlich April, Mai in Deutschland an, kommt Mai ins Geschäft. Hier ist QC Department, hier haben wir unsere Teststrecken. Morning to everybody, ni hao. Teststrecken. Was läuft da gerade? Machen wir auch die Dauertests. Kurz ins Engineering Department. Ni hao to everybody. Morning. Checking. The ET41. The Deco Information. Okay, great. Oh, BR78. Checking for the printing. Morning. Also checking the Deco Information. Das ist also immer relativ viel Arbeit hier, weil muss alles genau geprüft werden. Da sind ja ein paar hundert Drucke manchmal drauf. Gut, auf den Wagen natürlich nicht, aber hier wird ja alles nochmal überprüft. Und hier die Engineers, die prüfen Teile. Ni hao. Morning. Blisterverpackung. Ja, er prüft hier den Hundekorb. Spritzerei. Roboter is working. Ja, hier machen wir die Grundierung von allen Personenwagen, von den Loks. An dem, das ist unser erster Roboter, den haben wir jetzt seit, ja, über 10 Jahren. Das Problem ist, dass man natürlich in alle Ecken spritzen muss und von allen Seiten, weil sich das Teil dreht. Jetzt wird es aufs Band abgestellt und läuft dann durch den Ofen, wo der Lack getrocknet wird. Ja, das ist der Tunnel, da kommen jetzt die TT-Wagen raus, die gerade vom Roboter gespritzt worden sind. Hier haben wir den anderen, Ni hao, den anderen Roboter. Schauen wir mal rein, vielleicht sehen wir was. Aber hier werden sie ionisiert, die Teile. Ah, man sieht ein bisschen was. Also, dass wir letztes Jahr automatisiert haben, hilft uns jetzt natürlich, weil, wie Sie sehen, sind also eine ganze Reihe von Spritzkabinen noch nicht besetzt. Mitarbeiter fehlen noch.
Hier sieht es dann schon ein bisschen besser wieder aus. Und hier werden die Schweizer N-Wagen gespritzt. Alles sehr, sehr aufwendig. Und hier wird nochmal alles genau geprüft, Nihao. Ja. Jedes Teil nochmal überprüft, eventuell nachbearbeitet, damit die Qualität auch stimmt. Und ich glaube, wir sind da mittlerweile ganz gut. Nihao! So, hier sind wir jetzt im Pet Printing Department, also in der Tampondruckerei. Sieht eigentlich ganz gut aus. Nihao. Nihao. Ja. Everything fine? Ding Wudong. Ding Wudong. Sie versteht nicht. Okay. Also, nicht so schlecht. So, hier ist das sogenannte Sub-Assembly Department, also da, wo wir die Spritzlinge von den Teilen drängen oder umgekehrt die Teile von den Spritzlingen, was ja gerade bei so vielen kleinen Teilen unheimlich viel Arbeit ist. Ja. 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 Und in der Abteilung werden dann auch Radsätze gemacht. Und da hinten werden Pantographen gemacht oder auch Gleise. Und hier werden die Zinkdruckusteile, ja, die Zinkdruckusteile versäubert. Teil vom QC-Department, die also hier die Weichen testet, ob ist gerade wohl bei der Kreuzungsweiche, die prüft, ob die Wagen auch gut drüber fahren. Und jetzt kommen wir in die Montage. Das ist hier die sogenannte Pilot Production. Nihao. Ja. Da wird gerade die 150er für die Produktion vorbereitet. In TT. Wie Sie sehen, sieht sie auch ganz gut aus. Genügend. Ja, nicht genügend Mitarbeiter, aber doch immerhin einige Mitarbeiter da. Aha. Da packen wir gerade einen polnischen Wagen, 112A, wird gerade fertig gemacht. Das ist auch zur Vorendkontrolle. Werden die Wagen noch mal überprüft. Das ist, glaube ich, ein belgisches Modell. Und da klebt was drauf, das ist wohl nicht ganz in Ordnung. Das ist also das Modell, was da gemacht wird. Vorarbeiter arbeitet auch mit. Nihao. Nihao. Geländer werden angebracht. Nihao. Und hier sind wir bei der 107 dabei. Da werden jetzt gerade vorne die sogenannten Cowcatcher angebracht, die extra bedruckt wurden. Nihao. 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 Und die Teststrecken sind hier. Ja. So, jetzt geht es nochmal in die Kunststoffspritzerei. Eigentlich ist das natürlich die erste Abteilung, die man besucht, weil hier eigentlich die Fertigung losgeht. Aber auch hier scheinen fast alle Maschinen zu laufen. Es war ein kurzer Rundgang durch die Fertigung und meine Intention war, Ihnen kurz zu zeigen, wie es jetzt
zu Zeiten des Coronavirus hier bei uns in der Fertigung aussieht. Sie haben gesehen, es sind relativ viele Leute da. Die Statistik, die ich heute Morgen gesehen habe, sind über 90% von denen, die vor Chinese New Year da waren. Es fehlen aber trotzdem noch einige. Wir müssen mindestens noch 60 bis 80 Leute einstellen, um die Fertigung für dieses Jahr komplett durchzuziehen. Aber es sieht ganz gut aus. Für Nachschub ist gesorgt, Neuheiten sind in Arbeit. Und ich glaube, dass wir ganz gut über das Jahr kommen werden. Ich hoffe, Sie kaufen viel und Sie haben viel Spaß mit den Pico-Produkten. Und ja, zum Abschluss vielleicht noch einen kleinen Vorschlag. Ich habe mir gedacht, vielleicht schreiben Sie uns, wenn Sie noch irgendwas Besonderes sehen wollen hier. Sie brauchen nicht nach den Neuheiten für 2021 zu fragen, die werden wir nicht bekannt geben. Aber vielleicht andere Dinge, die Sie interessiert. Und ja, schreiben Sie uns und ich bin noch 3 Wochen hier in China und kann vielleicht das eine oder andere Video dann noch für Sie machen. Zunächst möchte ich mich verabschieden, möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und weiterhin viel Spaß mit Pico.